Frank Tempel, du bist drogenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Und Die Linke hat sich ja heute dafür entschieden, sich für eine rationale und humane Drogenpolitik einzusetzen. Also für eine Entkriminalisierung und langfristig für eine Legalisierung aller Drogen. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet erstmal einen grundsätzlichen Änderungspunkt für die Schwerpunkte, die in der Drogenpolitik gesetzt werden. Wir müssen ja gucken, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Drogenpolitik, die macht auch Prävention, auch Bildung, aber setzt den Schwerpunkt auf Repression, also Strafverfolgung. Nicht auf alle Bereiche der Drogen bezogen, sondern nur auf Teilbereiche, willkürlich durch den Staat festgelegt. Das eine sieht man als kulturell verankert, wie Alkohol und Nikotin, das ist legal. Und andere Drogen, das hat nicht mal was mit dem unterschiedlichen Gefährlichkeitsgrad oder gesundheitsschädigenden Grad zu tun, die sind halt für illegal erklärt worden. Das ist eine gesetzliche Festlegung und also eine unterschiedliche Handhabung eigentlich einer großen Gruppe der Drogenbewusstseinsverändernde, Bewusstsein beeinflussende Substanzen, psychoaktive Substanzen. Und wir wollen die Schwerpunkte verändern. Also mehr Einfluss für Prävention, für Bildung, ein Problembewusstsein schaffen, wollen eine Ressourcenverlagerung haben und wollen einfach weg von einer verbotsbestimmten Praxis hin zu einer problembewussten Praxis. Und da gibt es dann verschiedene Änderungen, die dann mit einhergehen. Also das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ein langfristiger Prozess und da gucken wir einfach, in welchen Schritten das ist. Das ist ein Diskussionsprozess, mit kleinen Schritten anfangen und aber langfristig denken. Also du hast jetzt schon einige Bereiche angesprochen. Wo liegen denn ganz konkret die Probleme der derzeitigen Drogenpolitik und warum ist die Positionierung der Linken so notwendig? Ja, die ist notwendig. Wenn ich gucke, was will man denn mit dem Verbot machen? Dann wird ja immer so das Thema der drogenfreien Welt, die man irgendwie erreichen will. Also die Substanzen sind schlecht, man verbietet sie und dann sind sie weg. Das funktioniert nämlich. Wir haben mehrere Millionen Konsumenten verschiedenster Drogen, über 3 Millionen Konsumenten illegalisierter Drogen, sodass das ja nicht funktioniert, also das eigentliche Ziel. Und dann haben wir Nebeneffekte, dass zum Beispiel Gesundheitsfürsorge für Drogenkonsumenten, egal ob die jetzt Spritzen brauchen, ob hygienische Bedingungen untereinander da eine Rolle spielen, ob die Ausgrenzung eine Rolle spielt, die Möglichkeit, Hilfe anzunehmen, sich zu outen als Problembehafteter. Da gibt es enorme Unterschiede, Defizite, wo sich ja die Strafverfolgung negativ auswirkt. Also man ist ja automatisch ein Krimineller, wenn man solche Substanzen nimmt. Und dann ist es schwierig, irgendwo hinzugehen und sagen, ich konsumiere das und das und ich habe ein Problem, damit klarzukommen. Und das sind Sachen, wo ich lernen musste, dass ich Prävention, Hilfe, Begleitung beißt mit dem, was der Staat durch Strafverfolgung macht. Bis hin zu Negativbeispielen, dass zum Beispiel sogar staatliche Maßnahmen wie Polizeikontrollen vor suchtpräventiven Einrichtungen erfolgen, wie in Leipzig zum Beispiel passiert. Das sind Sachen, wo es dann richtig bedenklich wird und wo Strafverfolgung auch nochmal zum Schildbürgerstreich wird. Es ist ja auch ein Schildbürgerstreich, wenn man guckt, mit welchem millionenschweren Aufwand die Polizei auch angeht, Konsumenten zu verfolgen, an der Materie Drogenkriminalität zu kratzen und gleichzeitig aber sehr viel eingestellt wird. Von 100 Verfahren werden fast 95% eingestellt. Man kratzt ein bisschen an der Fassade, man arbeitet viel für die Statistik, für den Papierkorb und erreicht auch nichts. Aber wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, den Antrag oder das Programm der Linken? Kann ich mir dann jetzt an jeder Straßenecke Heroin kaufen? Eben nicht mehr. Also jetzt gibt es ja viele dunkle Ecken, wo man was kaufen kann. Das ist ja Realität. Jetzt nicht bei mir auf dem Dorf, aber in großen Städten, Berlin, auch in Erfurt, gibt es genug Ecken, wo man das kaufen kann. Und genau das wollen wir eben nicht. Wenn man Angst davor hat, dass Stoffe legalisiert werden, also Kunden, Konsumenten entkriminalisiert werden, dann haben wir den Effekt, dass ja andere Gesetzlichkeiten greifen. Wenn ich etwas legal verkaufe, dann greift plötzlich sowas Banales wie Verbraucherschutz, Gesundheitsfürsorge, Lizenzen zum Verkaufen. Also wenn man etwas verkaufen will, muss man kompetent sein dafür. Man muss Beratungspflichten nachkommen können. Man muss die Sicherheit des Verkaufs gewährleisten können. Wie zum Beispiel ein Apotheker, der hat verschiedene Medikamente. Der kann beraten dazu, der kann informieren. Da gibt es Beipackzettel, der kann warnen vor den Nebenwirkungen, vor den Folgerscheinungen. Wenn Sie nicht weiter wissen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Kann der Drogenhändler an der Ecke nicht, egal ob legal oder illegal, genau den wollen wir nicht mehr.
werden damit nicht noch mehr Menschen zum Konsum von Drogen animiert und steigt damit nicht auch die Suchtgefahr? Das ist eines der größten Vorurteile, die uns da vorhergetragen werden, ohne belastbare Erkenntnisse. Im Gegenteil, es gibt Gegenbeispiele. Wenn wir es im Kleinen angucken, selbst im eigenen Land hier, in der Bundesrepublik, haben wir zum Beispiel über die Möglichkeit der Festsetzung von geringfügigen Mengen unterschiedliche Praxen. Nordrhein-Westfalen hat die Mengen angehoben. Das Verfassungsgericht hat mal gesagt, die Verfolgung geringfügiger Mengen ist verfassungswidrig, nicht verhältnismäßig. Und ja, da, wo das angehoben wird, also wo man nicht so schnell in die Rolle des Strafverfolgten fällt, gibt es keinen Anstieg des Konsumverhaltens. Wenn wir uns international im europäischen Nachbarländern uns das angucken, wo es eine Liberalisierung der Drogenpolitik gibt, gibt es keinen Anstieg des Konsumverhaltens. Also es gibt Praxisbeispiele im Inland und im Ausland, dass das eine Liberalisierung, dass ein anderer Umgang als mit Verboten nicht zum Anstieg des Konsums führt. Es gibt kein Beispiel, dass es zum Anstieg führt. Und wie steht es mit bereits legalisierten Drogen wie Alkohol und Nikotin? Also soll auch hier der Zugang zum Konsum erleichtert werden? Im Gegenteil, auch im Gegenteil. Wir wollen keine Trennung mehr zwischen legalen und illegalen Drogen. Das heißt, denselben Aufwand, den wir bei Cannabis, Kokain oder Ecstasy mit Prävention, Aufklärung und Hilfe erreichen wollen, den wollen wir auch bei den heute legalen Drogen. Also Werbeverbote definitiv. Starker Jugendschutz in allen Bereichen, auch ein Jugendschutz, der begleitet wird durch wiederum Präventions- und Bildungsmaßnahmen, aber auch durch Kontrollmaßnahmen, durch Kampagnen auch, öffentlichkeitswirksame Kampagnen. Wenn wir weniger Geld in die Strafverfolgung illegaler Drogen stecken, ist auch mehr Geld da, um auch in solche Präventionsbereiche wie Alkohol und Nikotin auch Arbeit reinzustecken. Finanzielle Mittel für Werbung, aber auch finanzielle Mittel für Personal. Und eine letzte Frage. Wie viele Menschen haben ernste Suchtprobleme und was will die Linke hier tun? Ja, wie viele habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf. Die Zahlen sind ja immens, das sind ja Größenordnungen, gerade beim Bereich der legalen Drogen. Suchtprobleme gibt es ja auch in anderen Bereichen, ob das Spielsucht ist, ob das andere Fragen sind. Generell hat die Linke den Ansatz, die Menschen im Mittelpunkt zu haben. Also nicht immer in erster Linie den volkswirtschaftlichen Effekt, sondern auch wirklich den Menschen. Das heißt, Menschen Hilfe anbieten, Krankheiten als Krankheiten zu betrachten, aber auch zu akzeptieren, was sind Krankheiten, die man heilen kann, was sind Krankheiten, die man begleiten muss. Heroin zum Beispiel wird mit der Substitution ja behandelt. Substitution, also Ersatzstoffe, die dann gegeben werden. Davon wird man nicht suchtfrei. Aber man kann mit der Sucht leben, man kann wieder ins Leben zurückkehren, man kann ins Arbeitsleben, ins Familienleben zurückkehren. Und so wollen wir das mit den Menschen umgehen. Also der Mensch im Vordergrund und die Hilfe im Vordergrund und natürlich auch ein Bewusstsein schaffen, ein Problembewusstsein, dass immer weniger Menschen mit Sucht konfrontiert werden. Frank, ich danke dir. Bitteschön.